nutzen Sie diese Wendeschleife, um den Bus zu wenden, ohne die Straße zu verlassen. Fahren Sie also nicht über Fußwege gegen Häuser, Bäume oder Schilder. Nutzen Sie dafür den Rückwärtsgang und die Außensicht sowie Ihre Spiegel. Haben Sie es geschafft? Halten Sie am Ende dieser kleinen Straße wieder an und legen Sie die Bremse ein und nehmen Sie den Gang heraus. Okay, also wir legen den Gang. Hilfe! Der Bus hüpft. So. Fahren wir mal nach vorne und dann müssen wir da vorne wahrscheinlich wenden. Das ist die Wendeplatte, von der die Rede war. Ich frage mich, ob wir das in der Außensicht machen oder ob wir es aus der Innenperspektive lösen. Also ich glaube, Außenperspektive ist insofern besser, da dann dieses kleine Schild hier nicht mehr so im Weg ist, weil dieses Tutorial-Schild ist schon etwas, nicht über den Bordstein, gell? Da war was. Boah, ich nehme mich echt blöd an. Man mag mir nicht glauben, dass ich schon, an die 180, Omsi-Folgen auf meinem Kanal habe, so. Nur nicht auf dem Gehweg, so, jetzt können wir einmal umlenken, da können wir den Rückwärtsgang einlegen. Machen es einfach mal hier von oben, ist einfach mal die faulen Variante. Ich glaube, das dürfte soweit dann passen. Ach, nee, fahren wir noch ein bisschen, oder? Wir fahren noch ein bisschen. So, dann nehmen wir die Laterne nicht mit. Wir haben auch keinen Rückfahrassistent. Das heißt, wir müssen da ganz penibel drauf achten. So, dann machen wir einfach mal wieder Lenkrad rum. Vorwärtsgang einlegen und dann können wir, denke ich, kriegen wir dann die Kurve. Schauen wir mal von oben. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das heißt, wir setzen mal wieder in das Cockpit. Und das haben wir dann eigentlich wunderbar geschafft. Das heißt, wir halten hier an, nehmen dann den Gang raus und legen die Feststellbremse ein. So. Stellen wir uns am besten mal ein bisschen hier hin, damit eventuelle Fahrzeuge, die halt morgen noch hier raus wollen, auch noch rauskommen. Das heißt, Gang raus und Feststellbremse rein. Hallo? Aber ich bin doch richtig hier, oder? Haben Sie es geschafft, halten Sie am Ende dieser kleinen Straße wieder an. Legen Sie die Bremse ein und nehmen Sie den Gang heraus. Habe ich gemacht. Was ist denn vor? Ah, hier. Okay, da ist die Straße zu Ende. Weil da vor 5 Minuten war noch nicht, also vor den 2,5 Zentimeter war noch nicht Ende. Erst hier ist natürlich Ende. Das haben Sie wirklich schon toll gemacht. Oh, schön. Widmen wir uns jetzt einer Lektion, die Sie, widmen wir uns jetzt einer Lektion, die Sie Ihre gesamte Karriere als Busfahrer lang als Grundlage Ihres Handelns begleiten soll. Boah, das hört sich echt so richtig schön, beamtendeutschmäßig an. Also, drücken wir mal weiter. Biegen Sie bitte 2-mal in Folge rechts ab und fahren Sie die Hauptstraße entlang geradeaus. Also nochmal Gang einlegen, zack, raus hier, dann Blinker rechts und schauen wir einfach nach links, ob da was kommt. Ah, sieht ganz gut aus. Das heißt, wir biegen einmal da links rein. Boah, Tastatur, ey. Also Respekt an alle Leute, die regelmäßig Tastatur fahren. Ich könnte sowas nicht. Ich bin ja ganz gut mit meinem Lenkrad beraten. Also, da vorne muss auch nochmal rechts abbiegen. Die Ampel ist natürlich wie immer rot. Was hätten wir auch anderes erwartet? Ich meine, mit diesen enormen Massen an anderen Fahrzeugen hier noch rumfahren. Also, das ist durchaus wichtig, dass die Ampel auch diverse lange Ampelphasen hat. Naja. Also nach rechts schauen. Vorsichtig und dann rumlenken. Bis weiter ausholen, damit man den Bordstein nicht mitnimmt. Sieht aber gut aus. Boah, dreh dich Lenkrad. Das Problem ist halt, mit dem Lenkrad kann man das Lenkrad schneller drehen als mit der Tastatur. So. Fahren Sie am Bahnhof vorbei und beide geradeaus und biegen Sie an der Kreuzung rechts ab. Fahren Sie den Hang hinauf über die Kopfsteinpflasterstraße bis zur großen Wendeschleife Bauernhof und halten Sie vor ihm. So. Wir sollten nicht schneller als 50 fahren, weil wir sind eine Fahrschule. Und da vorne sehen wir schon die Kopfsteinpflasterstraße und die Ampel ist natürlich rot. Yay. Dieser Blick einmal rechts. Und fahren dann da rein, wenn da mal grün ist. Ach, es ist grün. Wunderbar. Das heißt, wir schauen einmal in die Straße rein. Wird man auch sehen, dass wir keinen Bordstein mitnehmen. Ein Bordstein to go. Ist auch sehr beliebt, Bordsteine zu mitnehmen. Falsch rum. Das üben wir nochmal, Joshua. Ja, das üben wir nochmal. Boah, Tastatur ist echt schlimm. Ich fahre viel zu oft mit Lenkrad. Und halten Sie vor dem Bauernhof. Okay, das heißt, wir nehmen ein bisschen einen Kickdown dazu. Es geht der Berg hoch, das heißt, wir müssen kräftig aufs Gas treten. Das hören wir auch schon am Röhlen des Busses. Da stehen zwei Kollegen. Einmal hier mit dem NL und einmal mit dem NG. So. Mal sehen, was wir damit machen müssen. So. Nach wie vor nehmen Sie bitte zum Weiterlesen den Gang heraus und legen die Feststellbremse ein. Das heißt, wir halten einfach mal hier eine Betriebshaltestelle.
Gang raus, Feststellbremse rein. Okay, da haben wir zwar nicht gehalten, aber ist okay. Also, kommen wir zu einer echten Herausforderung. Eine Grundregel beim Fahren eines Busses ist es, sich für fahrtechnisch schwierige Situationen alle nötige Zeit zu nehmen, anstelle sich zu beeilen und dabei sich und andere Personen sowie Sachgüter zu beschädigen. Also im Prinzip genau das Gegenteil machen, was ich mache, wenn ich mit Tastatur fahre. Ja, ein Fahrplan ist straff, aber Sicherheit geht immer vor. Parken Sie bitte nun im ersten Versuch Ihren Bus zwischen den beiden Bussen Ihrer Kollegen ein. Beachten Sie dabei, mit nichts und niemandem während des Vorgangs zu kollidieren. Das werden Sie nur erreichen können, indem Sie sich ausreichend Zeit für dieses Manöver nehmen. Alle nötigen Hilfsmittel für diese Lektion sind freigeschaltet. Alle drei Busse sollten nach dem Einparken in die gleiche Richtung schauen. Das heißt, wir fahren am besten einmal von hinten rum. So, Gang rein, Bremse raus und weiter geht's. Hollala. Vor allem ohne Lenkrad, das ist echt anspruchsvoll, aber was wäre die Welt ohne Anspruch, so. Kann ich eigentlich das Fenster aufmachen? Hier das Fenster aufmachen, ich schwitze doch so arg. Naja. So, schauen wir bis einmal nach da links. Bisschen langsamer vielleicht. So, langsamer, so. Da müssen wir mal rein. So, ich muss jetzt ein bisschen konzentrieren. Hoppala. Machen wir das von innen oder von außen? Hey Josh, du guckst dich in den rechten Außenspiegel. Ja, doch, das passt aber. Wunderbar. Das war sehr beeindruckend. Oh, im ersten Zug. Wunderbar. Machen Sie doch von Ihrem Erfolg einen Screenshot mit Steuerung Shift. Hey, und zeigen Sie Ihren Anwärterkollegen im Forum. Gehen wir mal in die Außenansicht. Ich glaube, das, wenn ich Licht ausmache, dann kann ich, oder Standlicht zumindest im Olle, dann kann ich das wunderbar als Thumbnail verwenden. Das ist der Vorteil dran. Das heißt, ich mache einfach mal. Wie machen wir denn schönen Screenshot? So. Dann kann ich ja noch irgendwo das Tutorial reinklatschen. So. Ja. Puh. Ja gut, ich habe mit zwei Bildschirmen. Das ist etwas problematisch. Steuerung, Shift, P. Screenshot wurde gespeichert. Ich hoffe mal, dass das hier nicht drin ist. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir haben jetzt ein wunderschönes Thumbnail. Also, haben wir gemacht. Wir haben sogar jeden Teil von dem Tutorial erfüllt. Also, soweit, so gut. Üben wir präzises Fahren nun in normalen Situationen. Dazu werden sie jetzt an Haltestellen anlegen. Auch hier ist Präzision gefragt. Und dafür werden Sie sich in den ersten Versuchen etwas Zeit nehmen müssen. Bitte nehmen Sie den Bus wieder korrekt in Betrieb. Schließen Sie alle offenen Türen und fahren Sie den Hang hinab bis zur Kreuzung. Biegen Sie links ab und halten Sie unmittelbar an der folgenden Haltestelle. Bahnhof Nordspitze. So, was haben wir denn alles? Die Türen sind zu, oder? Hinten haben wir auch zu. Wunderbar. Das heißt, die Haltestellenbremse ist... Jetzt ist sie draußen. So, die war auch vorher schon draußen. So, das heißt, wir gehen einmal Gang rein und fahren einfach... Los. Okay, so viel war es gar nicht. Aber wir haben auch keinen Regen mehr. Das heißt, wir können mal ganz kurz die Scheibenwischer ausschalten. Scheibenwischer aus. Wunderbar, dann haben wir keine nervigen Scheibenwischer mehr. Danke, dass es aufgehört hat zu regnen. Finde ich echt klasse. Lassen Sie sich genug Zeit und fahren Sie so präzise wie möglich an den Bordstein heran und halten Sie am Haltestellenschild. Okay, das dürfte hinzubekommen sein. Fahren wir vorsichtig da runter, weil der Bus soll nicht kaputt gehen. Da muss noch ein paar andere Fahrschüler nach mir aushalten, deswegen. Ja, ich fahre mal ein bisschen vorsichtiger. So, einmal nach links blinken und ist auch schon grün, das finde ich ganz gut. So, natürlich trotzdem vorschriftsmäßig in jede Richtung schauen. Damit man auch nichts übersieht, falls irgendjemand hier die Vorfahrt missachtet und nicht auf die Ampel schaut. So, dann müssen wir einmal den Warnblinker reinmachen, weil wir stehen ja hier an so einer ins Stelle und dann müssen wir schauen, dass wir richtig anlegen. Wunderbar. So, jetzt haben wir genau so gehalten, dass die Leute gegen das Haltestellenschild laufen, aber egal. Fahren Sie nur weiter der Straße entlang bis vor die nächste Kreuzung. Halten Sie an der Haltestelle Elsterplatz. So, einmal nach links. Haltestelle Elsterplatz. So, ein bisschen mit Kickdown beschleunigen. So, das sieht der Fahrlehrer bestimmt gerne. Ich kann das Menü ausblenden. Oh, ich kann das Menü ausblenden. Top. Gut, dass ihr das gewusst habt, das ganze Tutorial über. Na ja, so.
Jetzt sind wir hier, da vorne ist der Elsterplatz. Ich gehe mir davon aus, dass es der Elsterplatz ist. Einmal wieder gleich den Warnblinker reingehauen, weil wir stehen ja direkt an der Straße. Auch wenn wir keine Fahrgäste haben, aber egal. So, ich glaube mal, ich hoffe mal, das sollte einigermaßen... Ah, gut, das war der Bordstein. So, was sagt denn die Außensicht? Das sieht doch wunderbar aus. So, biegen wir sie unmittelbar nach links ab und halten sie an der Haltestelle Gausdorf. Das heißt, wir fahren jetzt einmal im Prinzip die 76 ab, weil es ja quasi die einzige Linie hier ist in Grundorf. Dann habe ich so das Gefühl, wir fahren jetzt im Prinzip einmal hier den Linienweg ab. Naja, kann man auch mal machen im Let's Play. Bin noch nur in die Grundorf gefahren, deswegen ist das doch eine sinnvolle Ergänzung. Hier ist nun keine Toleranz mehr zum Anlegen gegeben. Halten Sie bitte perfekt an der Haltestelle. Okay. Warnblinker rein und ganz vorsichtig ranfahren. Keine Toleranz, das ist sehr intolerant. Das finde ich nicht so toll. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Also ich bin der Meinung, das ist perfekt. Noch ein bisschen weiter nach rechts. Wunderbar. Ach, das ist jetzt perfekt, oder was? Also, ich fand das vorher auch schon sehr perfekt. Naja, sehr gut gemacht. Das Heranfahren an die Haltestellen wird noch eine sehr bedeutsame Fähigkeit von Ihnen sein. Spätestens sobald Fahrgäste bei Ihnen mitfahren. Halten Sie nicht so nah, sonst fahren Sie vielleicht noch über, den einen oder anderen Fuß, aber auch nicht zu weit entfernt, sonst stolpert jemand vielleicht auf dem Weg in den Bus. Nehmen Sie bitte wieder den Gang raus und legen Sie die Feststellbremse ein. Sie haben sich eine Pause verdient. Als nächstes schauen wir uns an, wie sich der Bus bei unterschiedlich schlechten Wetterlagen verhält und wie Sie ihn weiterhin sicher durch die Straße manövrieren können. Dass sich die Innentemperatur maßgeblich auf das Wohlbefinden Ihrer Fahrgäste auswirkt, haben wir bereits besprochen. Das Thema soll hier nicht noch einmal vertieft werden, obgleich diese Thematik zum Wetter gehört und sehr wichtig ist. Die Innentemperatur richtet sich nach der Außentemperatur und danach, wie sie die Heizung eingestellt haben. Das Öffnen von Fenstern und Türen hat dabei ebenfalls Auswirkungen auf das Klima im Bus. Zudem empfinden die Fahrgäste die Temperatur im Bus subjektiv. Ist im Winter ihre Kältetoleranz größer und ihnen der Bus schnell zu warm, haben sie dagegen im Sommer auch kein Problem mit einem recht warmen Bus, da es draußen sowieso warm ist. Das heißt im Prinzip, wenn ihr im Winter den Bus auf 25 Grad hochheizt, dann ist es etwas zu viel, weil er mit ihren dicken Jacken da reinkommt. Andererseits ist es so, im Sommer haben sie bei 25 Grad nichts dagegen. Da freuen sie sich, wenn es draußen 30 sind und den Bus 25 haben. Dann finden sie es echt top und genial. Allerdings, da wir keine Klimaanlage haben, wird es doch eher unrealistisch. Also, es ist nun fürchterliches Regenwetter aufgezogen. Richten Sie sich den Bus adäquat auf dieses Wetter ein. Schließen Sie bitte Türen und auch Fenster und schalten Sie die Heizung etwas ein und benutzen Sie die Scheibenwischer. Fahren Sie anschließend der Straße entlang geradeaus, bis sich rechter Hand wieder eine kleine Siedlung befindet. Dort fahren Sie auch durch die Innenstadt der Straße entlang. Dazu fahren Sie einfach, genau, einfach fahren. Bitte beachten Sie, dass bei diesem Wetter Aquaplaning Gefahr besteht. Schon mal ganz kurz, machen Sie erstmal Innenbeleuchtung mit 9 und 8 an. Dann sehen wir ganz kurz, ob die ganzen Fenster, da ist ein Fenster offen. Immer diese Fahrgäste. Dann haben wir da vorne, da ist zu. Dann haben wir da vielleicht noch eins offen. Ne, die sind alle zu. Dann haben wir da oben. Ne, das war zu. Dann haben wir auch noch da und da die Fenster. Und die sind eigentlich alle zu. Wunderbar, da war noch hier hinten offen. Hätte es aber ein bisschen blöd reingeregelt, wäre etwas ungünstig gewesen. Also, wir machen die Scheibenwischer vielleicht auf zweite Stufe ein. Reicht das? Leider nicht. Das heißt, wir brauchen die Turbostufe. Das heißt, wir müssen einmal hier am besten kurz mit Innenbeleuchtung machen. Wir einmal hier die Scheibenwischer auf schnell. Dann geht das alles etwas zügig und wir sehen ein bisschen mehr. Wobei es immer noch so stark regnet, dass es einfach nichts bringt. Das ist auch echt genial. Wir sehen auch schon, das Licht wird durch die Wolken beeinflusst. Das ist auch ein Feature von OMSI 2. Aber wir machen einfach das Licht an und am besten... Na, Fernlicht dürfen wir ja auch gar nicht anmachen, weiß er nicht. Nacht ist es ja egal, so. Ich glaube, wir haben den eigentlich relativ adäquat eingerichtet, wenn es das sein sollte. Lösen also alles, Warnblinker raus, Blinker links und fahren los. Ich hoffe mal, dass das Aquaplaning nicht allzu stark ist. Also ich habe in Erinnerung, dass das Aquaplaning wesentlich weniger stark ist. Ich mache einfach mal Fernlicht an, damit man mehr sieht. Das Aquaplaning wesentlich weniger schlimm ist als
hier Schnee und so. Also deswegen sollte es nicht allzu schlimm sein, wenn wir jetzt eben stark bremsen, funktioniert das trotzdem einigermaßen. So, wo sollen wir denn anhalten? Eine Haltestelle. Ich muss mal ganz kurz nach oben scrollen. Auch durch die Innenstadt der Straße entlang. Halten Sie den Bus am Ziel an. Ich glaube, wir müssen am Ende fahren, oder? Bis sich rechts dann wieder eine kleine Siedlung befindet. Okay. Ich fahre einfach mal. Ich weiß, ich habe keinen Plan, wo wir hinfahren müssen. Aber ich glaube, selbst wenn wir über das Ziel hinausschießen, dann wird uns irgendwas den Weg weisen, dass wir ein bisschen zu weit gefahren sind. Ich glaube, wir müssen hier noch ein bisschen weiter. Bis sich da wahrscheinlich wieder eine Siedlung befindet. Das, glaube ich, will uns das Spiel sagen. Müssen wir da rein? Ja, da sind wir richtig. Wunderbar. Oh, wir haben die Heizung vergessen. nun hat es tatsächlich angefangen zu schneien. Die Straße ist noch rutschiger, was ihnen Kurven und Bremsen besondere Vorsicht abverlangt. Sobald es aufhört zu schneien, wird der Räumdienst die Straße räumen. Bis dahin fahren Sie bitte vorsichtig. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass man bei Schnee den Retarder ausschaltet, weil somit hat man wesentlich mehr Gefühl im Bremsbein und dann bremst es nicht so ruckartig. So, wir machen einfach mal ein bisschen, es wird nämlich kalt im Bus, sehen wir schon. Dann machen wir hier Heizung im generellen Raum an, dann machen wir hier die Heizung relativ hoch. Warm, hier ein, da ein und wir lassen einfach mal auf beheizte Umluft. Dürfte, denke ich, reichen. So, und je nachdem machen wir auch noch die Zusatzheizung ein. Ja, wobei, hier ist eigentlich warm genug. Also Motor ist warm genug. Vielleicht ein bisschen runter. So, damit es uns nicht allzu laut in die Ohren dröhnt, dürfte das, denke ich, genügen. So, wir müssen, lieber bitte in der nächsten großen Kreuzung an der Ampel rechts ab und fahren Sie die Straße folgend durch die Innenstadt bis zur Haltestelle Einsteindorf. Okay, das heißt, wir müssen eine Weile fahren. Links blinken und ab dafür. Das heißt, wir sollten auch am besten hier nicht mit Vollgas anfahren. Blick am Aus. So. Fahren ganz vorsichtig. Und wir sehen auch schon, dass bei dem Wetter unsere Scheiben dreckig werden. Das heißt, wir können die dann mit dem Wischmodus wischen. Wenn wir zum Beispiel den Scheibenwischer nicht anhaben und es eben nur noch genereller Schneematschhohspritze, müssen wir die Scheiben ab und an mal wischen. So. Ich würde sagen, das langt erstmal in Geschwindigkeit. 50 ist eigentlich in Ordnung. Schalt vielleicht nochmal runter, dann ist der Bus nicht mehr so laut. Oder auch nicht. Also wir merken, es ist enorm rutschig und vor allem sehen wir auch nicht sehr weit. Das heißt, wir müssen ganz genau schauen, wo wir denn rechts abbiegen müssen, weil der Bremsweg dürfte auch um einiges länger sein. Vor allem auch dadurch, dass der Bus noch kein ABS hat. Das unterscheidet ihn von dem Eindecker und von dem Gelenkbus. Das heißt, der Kollege hat noch kein ABS. Das heißt, wir werden alles gnadenlos rutschen. Bremsen. Das heißt, wenn wir jetzt die Vollbremse machen, dann geht die Geschwindigkeit auf 0, aber wir rutschen weiter. Das sind also quasi die Straßenverhältnisse, wie wir sie hier vorfinden. Und ja, ich glaube, das könnt ihr selber ein kleines bisschen besser rausfinden, als wenn ich es hier zeigen würde. So, jetzt haben wir die Ampel wieder. Wunderbar. Und stehen ein weiteres Mal an der Ampel. Ist das nicht toll? Ich meine, es gibt ja schon Dinge im Leben, die genialer sind, aber an der Ampel stehen, das gehört doch durchaus zu den Sachen, die man auf jeden Fall schon mal gemacht haben muss. Dum, 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 dum. Und vor allem, ach, wieder dieser Verkehr hier, es ist unglaublich. Wobei, ich glaube, wir können wir eigentlich die Scheibenwischer mit einer Stufe runterstellen? Ich glaube, das reicht so. Weil es ist schon sehr irritiert, der Scheibenwischer. So, fahren wir da rum. Am besten ohne Gas zu geben in der Kurve, weil ansonsten kann das ganz böse enden. Man ist nämlich gleich im Gegenverkehr und bei Schnee muss man wirklich enorm aufpassen. Das unterscheidet sich wirklich grundlegend vom normalen Fahren. Wir sehen auch schon beim Schalten, wenn es normal ist, einen kleinen Ruck gibt, dann kommt der Bus schon direkt außer Kontrolle, nicht ganz außer Kontrolle, aber wir merken gleich, dass sich das alles etwas schwerer darstellt. So, 50 dürfen wir da reichen, weil die Kurve ist sonst etwas schwierig. Ja, es rutscht schon ein bisschen, das merkt man schon. So, die Ampel ist noch grün. Ich hoffe, die bleibt grün.
Oh, da war, da war schon ein Schild auf. Ich hab gedacht, wir müssen nach vorne halten. Okay, wir halten einfach mal hier an. Scheinwäsche aus. Reicht es? Yes, yes, ich glaube, es nieselt es noch. Nee, es nieselt nicht mehr. Also, der Schneeschauer ist nun vorbei und das Tauwetter hat eingesetzt. Leider ist das Tauwasser auf den kalten Straßen wieder gefroren. Die Straßen sind so rutschig wie nie zuvor. Fahren Sie an der Straße, folgen immer geradeaus auf die bekannte BP-Tankstelle. Verlieren Sie aber nicht versehentlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Das heißt, wir fahren jetzt wieder eine ganze Runde. Und auch wenn die Straßen quasi so vereist sind, merkt man sofort, dass sie das alles etwas rutschiger gestaltet. Weil wir können ein kleines bisschen zügiger fahren. Der Kickdown ist ja doch noch drin. Also es ist nicht so stark rutschig wie bei starkem Schneefall. Allerdings ist es immer noch wesentlich rutschiger als auf normaler Fahrbahn. Gerade beim stärkeren Bremse oder bei stärkeren Kurven macht sich das echt ordentlich bemerkbar. So, das ist nun voll gestartet bei Schnee. Aber wie ihr sehen könnt, funktioniert es doch noch einigermaßen gut in den Kurven. Ich fahre zwar vielleicht ein kleines bisschen arg zügig, liegt aber daran, dass ich die doch relativ lange Strecke jetzt nicht unnötig in Länge ziehen möchte. Und ja, gibt denke ich auch Interessanteres, als hier ein Bein Tutorial durch den Schnee fahren durchzuschauen. Kann ich mir vorstellen, dass es so ist. So, vorne ist... Oh, nee, ist grün. Also ihr fahrt nicht so schnell, das mache jetzt so ich hier so. Das ist hier auf jeden Fall Lerneffekt, ist genial. Aber wir sollen sogar auf die Tankstelle fahren, okay? Da fahren wir einfach auf die Tankstelle drauf. Und den Fahrstil schaut euch am besten auch nicht von mir ab. Das übt der und könnt ihr besser. Ah, das ist rot. Gut, dass mit dem vorsichtigen Fahren ohne Lenkrad ist echt schwierig. Respekt vor allen Tastaturfahrern. So, das in Rot. Nach vorne sehen wir schon die BP-Tankstelle. Die Frage ist, in welche Richtung wir drauf fahren, aber ich glaube, das spielt nicht wirklich eine Rolle. Oh, es ist grün. Das heißt, wir fahren einmal nach links. Vorsichtig über den Bordstein drüber. Kabums. Holla, das ist laut. Hollala, die Einfahrt. Trotzdem, hier hoffen wir, dass unser Dach noch steht. Ansonsten wäre es ein bisschen blöd. So. Nehmen Sie Gang raus und Feststellbremse. Zack, kennen wir ja schon. Als nächstes schauen wir uns Wartung und Pflege des Fahrzeugs an. Der Bus hat es sich jetzt ordentlich verdient. Ja, so wie er aussieht, war aber nicht nur die 5 Meter mit uns unterwegs, sondern ein kleines bisschen länger. An Tankstellen oder Betriebshöfen können Sie gleichermaßen Ihr Fahrzeug betanken, waschen oder reparieren lassen. Drücken Sie nun die Schaltfläche Fahrzeugpflege im Spielmenü. Das ist diese hier. So. Drücken Sie nun auf die Schaltfläche tanken. Nachdem Sie diese Funktion aktiviert haben, läuft der Vorgang so lange, bis das Fahrzeug vollgetankt ist. Die Schaltfläche bleibt aktiv, bis Sie sie erneut drücken. So. Jetzt sehen wir quasi hier am Tankfüllstand, dass das ein kleines bisschen weiterläuft. Und tanken Sie den Bus voll. Wir sollten echt den Motor ausschalten. Ist fürs Tanken optimal. Und wir können auch die Lüftung wieder ausmachen. So. Ist ja jetzt vorbei mit dem Schmuddelwetter draußen, ne? So, wir warten uns einfach mal. Dum, 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 dum. Ist ja mit die Tanknadel. Und wir schauen die einfach mal beim Wachsen zu. Top. Aber läuft trotzdem relativ schnell voll dafür, dass der Bus so einen relativ großen Tank hat. Funktioniert alles einwandfrei. Hui. Gibt bestimmt keine interessanteren Stellen im Video als diese hier. Es ist unglaublich. Okay, hat anscheinend funktioniert. Das Bezahlen der Rechnung übernehmen heute wir. Schließlich sollen Ihre Fahrschulgebühren nicht umsonst gewesen sein. Da der Bus während des Fahrens des schlechten Wetters sehr dreckig geworden ist, werden wir ihn nun waschen. Drücken Sie dazu auf die Schaltfläche Fahrzeugpflege und aktivieren Sie den Waschvorgang. Nun glänzt er wieder wie neu. Wunderbar. Kann man wegmachen. Neben der gängigen wiederkehrenden Pflege des Busses kommt es auch immer wieder zu Schäden durch schlechte Wartung oder Kollisionen. Eins davon ist selbst verschuldet, das andere nicht. Überleg mal selber was.
Dabei können die Elektrik, das Getriebe oder der Motor des Busses kaputt gehen. In solchen Fällen hilft nur noch, auf einen Betriebshof oder eine Tankstelle zu fahren und den Bus reparieren lassen. Schafft man den Weg zur Werkstatt nicht mehr, kann unterwegs das Reparaturteam angefordert werden, das den Bus dann vor Ort repariert. Ihr Fahrschulbus ist hier kaputt gegangen und muss repariert werden. Weder die Elektrik noch der Motor sind noch funktionsfähig. Drücken Sie bitte den Reparaturbutton im Spielmenü und lassen Sie eine Reparatur durchführen. Die nötigen Reparaturen dauern 170 Minuten. Möchten Sie durchführen lassen? Ja. Nun sollten alle Funktionen des Busses wieder korrekt laufen. Nach einer Kollision ist es immer ratsam, den Bus vor dem Weiterfahren reparieren zu lassen. Ein defekter Bus stellt nicht nur für Sie selbst ein Sicherheitsrisiko dar. Auch bei kleineren Defekten wie einer leeren Batterie oder fehlerhaften Türfunktion steht das Werkstattteam mobil und an den Werkstattzentralen gerne rund um die Uhr zur Verfügung. Die Vorgänge kosten allerdings immer Zeit und Geld und sollten daher grundsätzlich vermieden werden. Nun werden wir Ihre Fähigkeiten testen, den Bus von einem anderen Fahrer ohne Hilfe zu übernehmen. Sie bekommen nacheinander drei Fahrzeuge in einem bestimmten Zustand übergeben und müssen es so fahrfertig machen, dass Sie sicher nach den Regeln der STVO fahren können. Dazu zählt auch, die Türen zu schließen. Der SD fährt auch bei geöffneten Türen los. Bedingung für die Erfüllung der Übung ist also Fahrfähigkeit und Sicherheit. Bitte übernehmen Sie den ersten Bus und machen Sie ihn abfahrbereit. Ist das der Kollege hier? Ah, den haben wir doch schon gehabt. Okay, dann steigen wir einfach mal wieder ein. Also, was sehen wir denn? Haben Sie eine Fahrzeuge dafür, können Sie weiterschalten. Also, wir sehen Druckluft an. Also, wir sehen generell Motors aus. Da ist erstmal Zündschlüssel rein, Elektrik an. So, läuft die Elektrik. Dann sehen wir hier, dass unser Druck noch nicht aufgebaut ist. Das heißt, wir starten im Motor. Und lassen sich den Bus ein kleines bisschen mit Druck vollpumpen. So. Was können wir denn noch alles tun? Die Türen haben wir zu. Das ist ganz praktisch. Die Haltestellenbremse ist so. Dann machen wir am besten mal Licht vorne an. Lenkrad wieder rein. Gang einlegen. Und Feststellbremse raus. Jetzt können wir weiterschalten. Einwandfrei. Bitte nehmen Sie den zweiten Bus und machen Sie ihn abfahrbereit. Wunderbar. Da sehen wir also schon. Hintertüren sind offen. Hier ist auch nochmal der Kinderwagenschalter, der erwähnt worden ist. Und vordere Tür ist auch offen. Also wir steigen mal ein und schauen, was wir denn so alles vorfinden. Also zuerst mal hier, zack, bumm, Lenkrad weg und erstmal wieder Elektrik an und Motor starten. Das heißt, da können wir schon mal Druck aufbauen, das hat eigentlich immer Vorteile. Motor starten, ach, Gang raus. Genau, ganz wichtig, Motor geht nicht mit eingelegtem Gang. Jetzt läuft der Motor. So, wir sehen, vor der Tür können wir einfach schließen, indem wir auf den ersten Türtaster drücken, natürlich nur mit eingelegter Haltestellenbremse. So, zu haben wir. Und die hintere Tür, die bleibt anscheinend aus ominösen Gründen die ganze Zeit offen. Der einzige Grund kann dafür sein, dass ja der Kinderwagenschalter aktiv ist. Den nehmen wir raus. Und dann sehen wir, dass nach kurzer Zeit die Tür zugeht. Einwandfrei. So. Dann haben wir quasi jetzt mit den Türen, nehmen die Haltestellenbremse raus. Wir können einen Gang einlegen und losfahren. Theoretisch. So. Bitte übernehmen Sie den dritten Bus und machen Sie den abfahrbereit. So, hier dürfte es anscheinend die größte Tücke lauern. Ich hoffe mal nicht, dass sie allzu schlimm ist, aber wir probieren es einfach mal aus. Also, klassischer Schritt, zack, bumm, Elektrik, Elektrik, Elektrik. Okay, anscheinend geht Elektrik nicht an, bedeutet, Bus ist kaputt, wir lassen ihn einfach mal reparieren. Die nötigen Reparaturen dauern in etwa 20 Minuten, ist wahrscheinlich nur die Batterie kaputt. Lassen wir durchführen und der Bus funktioniert wieder. Einwandfrei so. Das heißt, Elektrik haben wir gestartet. Das heißt, Gang raus und Motor starten. So, dann haben wir das schon mal. Dann können wir hier mal schauen. Beide Türen sind offen, das heißt, Haltestellenbremse rein. Beide Türen schließen, Haltestellenbremse wieder raus. Da können wir dann Gang einlegen und theoretisch losfahren. Wunderbar, wir können einmal weiter. Herzlichen Glückwunsch, damit haben Sie das zweite Tutorial geschafft. Folgende Funktionen sollten Sie fortan beherrschen. Neuen Bus erstellen, Fokus wechseln, Bus löschen, Bus platzieren, Bus an einen Kollegen abgeben oder übernehmen. Aufbau des Fahrerarbeitsplatzes, da sollten wir die Anzeigen deuten können, die Leuchtmelder. Funktionsweise der Schalter und Tasten, dann die Türautomatik wurden wir eingewiesen. Funktionsweise der Haltestellenbremse, Öffnen und Schließen der Türen, Automatismen und manuelle Einstellungen. Einweisungen in die Beleuchtung, Außenbeleuchtung des Busses, Innenbeleuchtung des Busses. Fahrstand mit unterschiedlicher Steuerung, Tastatursteuerung, Maus, Park- und Wendemanöver. Fahrzeugpflege und Wartung, Tanken waschen, reparieren, Haltestellen anfahren und fahren bei schwierigem Wetter. Damit haben Sie die Grundlagen des Busfahrens erfolgreich erlernt und können sich damit den ersten Fahrstunden mit Fahrgästen widmen.
Wir hoffen natürlich, dass Ihnen das Tutorial gut gefallen hat. Feedback können Sie in einem Briefkasten in den Dorf werfen, sofern Sie einen frankierten Briefumschlag adressiert an die Ausbildungsstätte stecken. So. Wenn Sie mögen, sehen wir uns im nächsten Tutorial wieder mit ersten Fahrübungen und Fahrgästen. Oh, und hier sehen wir O305. Das heißt, es deutet ganz klar darauf hin, dass Marcel und Janine auch das O305 Addon haben. Was haben die Eliminaten damit zu tun? Man weiß es nicht so. Um das Tutorial verlassen, starten Sie im Hauptmenü ein neues Spiel und wählen Sie den nächsten Schritt aus. Aber für mir war es das einmal für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und das dritte Tutorial kommt dann auch anschließend. Ist wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.